Willkommen, liebe Freunde von Modellpilot.eu, heute zum Testbericht der Pilatus B4 aus dem Hause Yuki. Yuki Model ist ja bekannt dafür, dass sie im Zubringerbereich und auch für diese Modelle, für die EPO-Modelle, einigermaßen im Preis-Leistungs-Verhältnis gute Modelle machen. Und deswegen haben wir uns mal das Highlight rausgepickt, die B4 und auch die LS8. Und jetzt kommt der Testbericht hier zur B4. Kleine Mankos will ich nur kurz sagen. Ich habe hier innen drin zu diesem großen 3S-Akku, den ich da drin habe, nicht so viel Anpressdruck von der Haube, damit der Akku nicht rausfliegt bei Negativfiguren. Deswegen habe ich mir erlaubt, einfach hier, bevor ich die Haube draufgesetzt habe, die mit Magnetverschluss gemacht wird, einfach ein kristallklares Tesaband, einfach den Rumpf, den Akku drin zu halten. Mit dem Klettband ist mir das zu unsicher unten auf dem Rumpf. Ansonsten ist Platz satt drin, um den Empfänger hier hinten reinzubringen. Da haben wir von Viatronic den kleinen Empfänger drin. Und ja, zu den Ruderausschlägen, ihr seht, das ist Höhe, das ist der Seitenruderausschlag, Querruderausschlag. So, jetzt mal gucken, was daraus wird. Ich schmeiße sie hier drunter, ist es auch sehr gut. Man kann mit zwei Schrauben hier vorne und da gleich den Doppelholm, das sind zwei Kohlerohre, die hier durchgehen. Die Kiste ist echt stabil dadurch. Befestigen. Der Rumpf ist fest. Noch ein Tipp, achtet darauf, das sind zwei unterschiedliche kleine Schrauben mit unterschiedlichen Windungen. Die dickere, die muss hinten in die Mitte rein und die dünnere hier vorne. Dann kriegt ihr dann auch einen festen Halt. Und mit dem Kohlestab ist das Ding ohnehin schon sehr recht stabil. Sie soll ein Kunstflugsegler, Elektrosegler sein. Wir wollen das gleich mal testen. Wir haben jetzt Windstärke 3 in Böen 5. Das ist ganz schön heftig, was wir zurzeit haben zum Testflug. Und wir wollen mal gucken, was die Maschine macht. Ja? Ganz schön bockig, aber für Kunstflug reicht das alle Male. Ihr seht, die geht ja wie ein Hotliner ab. Das macht die recht ordentlich. Also, erster Eindruck, ihr seht, wie viele Böen das sind, die dahinter kommen. Ich bin ja gespannt gleich auf die Landung. Kann ich ja mal einen Negativ-Schnapp mal machen, hier hoch, da, macht die wunderbar, schön negativ, oh, Entschuldigung, Kotscho. Jetzt nochmal, aufwärts, das ist Halbgas, jetzt gerissen, Gas weg, auch das macht die sauber, also ein reinrastiger Kunstflugsegler, wie es sich gehört. Und ihr seht, das ist noch nicht mal Vollgas gewesen, das war Dreiviertelgas. Jetzt machen wir sie mal schön langsam da oben. Ja, thermisch kann man die bestimmt auch gut nutzen. Jetzt reiße ich mal rum. Rechts trudeln. Das ist noch kein Trudeln, das ist Steilschlupfspirale. Da war ich zu schnell. Jetzt, jawohl, ist drin. Naja, also alle Abrisstypen kann er. Kann die B4, also die ist sehr wendig. Jetzt machen wir mal negativ. Seht ihr wunderbar, wie die runterkommt. Also, wollen wir mal sagen, Test bestanden. Ein reinrastiges Teil. Hat satt Power mit dem 3S. Und ist ja natürlich ganz schön bockig hier, wa? Naja, mal gucken, ob ich sie hinkriege. Na, wunderbar. Also. Also, bei wesentlich weniger Wind zappelt die nicht so. Ihr seht, das ist ja unglaublich, die Power, die da drin steckt. Macht Spaß zu fliegen, liegt sicher auf den Rudern, hat ein tolles Abrissverhalten. Ich habe nichts
mehr machen müssen, im Hinblick darauf, dass ich sie habe trimmen müssen. Akku rein, es ist alles wunderbar funktionsfähig, aber ihr merkt ja, das ist ja ein unglaublicher Wind, den wir hier haben. Und ich werde jetzt noch ein paar Flüge machen. Ansonsten, liebe Yukis, da habt ihr etwas gekracht. Wenn die Preisklasse, so wie ich es jetzt mitgekriegt habe, ohne Akku etwas über 100 Euro, habt ihr einen tollen Flieger hier abgeliefert und würde sagen, ja, gebrauchstauglich. Ne? Am Hang auf jeden Fall ein Fetzer, in der Ebene Kunstflug, wirklich könnt ihr richtig gut mitfliegen. Und es ist ein neutrales Abrissverhalten auf positiv wie auch auf Negativfiguren. Ja, wollen einfach fliegen. Ne? Oh, senkrecht. Yappi! Unendliche Weiten. Jetzt machen wir so ein bisschen mal langsam Flug, obwohl das hier in dem böigen Gebiet echt nicht gerade lustig ist. Das war ein Abriss. Langsam gemacht. In den Böen tragen. Also ihr geht senkrecht hoch. Das war so ein Gewalt-Turn. Motor aus. Also wir haben jetzt bei dem Bock im Wind doch irgendwie Thermik dazwischen. Wollen wir die mal nutzen? Also für dieses Leichtgewicht bei dem Wind, meine Herrschaft. Ist doch ordentliche Leistung. Und hinter den Bäumen ist es so arg verwirbelt. Lässt sich gut fliegen. So, jetzt machen wir einen anständigen Anflug. So. Quer an. Schön die Nase unten lassen, da kann eigentlich gar nichts passieren. Hoppa, 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 ist das böig hier. Nee, durchdacht. Ein bisschen kürzer den Anflug, lassen die Nase unten, Motor ist aus, jetzt gehen wir gegen den Wind, wie gesagt Windstärke 3 bis 4 haben wir. Na, lieber da hinten sitzen bleiben als nur ein Abriss kassieren. Also, so, also Fazit, Flugfazit, super, muss man sagen. Das Preis-Leistungs-Verhältnis lässt sich auch sehen. Was ich gemerkt habe, dass sich ein bisschen der Rumpf verzieht, wenn man den Motor anmacht. Das schaut man genau hin so. Ist aber kaum. Ist nicht zu, sagen wir mal, nicht zu beanstanden. Innen drin wünsche ich mir eigentlich ein bisschen mehr Platz für den Akku, aber ich glaube, das geht dann hier ziemlich auf die Konstruktion, wenn man da so etwas wegschneidet. Ich habe den Trick mit dem Teserband hier unten rum, unter der Haube entlang, hat sich für positiv erklärt, solltet ihr tun. Und ansonsten, ich habe keine Ausbrüche am Höhenleitwerk oder sonstigen jetzt erlebt. Das heißt also Verwindungen, die jetzt sich auf das Flugverhalten irgendwie komisch ausgewirkt haben. Und bei wenig Wind werden wir wahrscheinlich dann auch nochmal einen Härtetest machen. In der Form, dass wir richtig stürzen lassen. Aber ihr habt ja gesehen, das ist ja fantastisch zum Stürzen lassen da. Das geht jetzt zu Reinhard Weber, das Teil. Reinhard Weber kennt ihr ja, mehrfacher deutscher Meister, hat ja auch den Elektroflug in den Kunstflug reingebracht und bringt jetzt unseren Fliegernachwuchs das Fliegen bei. Und der bekommt jetzt die Pelatus B4 und wird sie weiterhin dann in Ehren halten und fliegen und dann auch damit den zukünftigen fortgeschrittenen, ambitionierten Piloten dann an den Kunstflug hinein ranbringen. Reinhard, eine tolle Maschine und an euch auch wirklich empfehlenswert. Nimmt es. Es ist ein Preis-Leistungs-Verhältnis wirklich gut. Die Leistung habt ihr gesehen, ist klasse. Und ja, was braucht ihr alles noch dazu? Gar nichts mehr. Ihr braucht eigentlich nur den Empfänger und den Akku reinschrauben. Dann hat sich das. Und dann, die Dekor ist fertig.
und weiß, ah ja, Yuki. Yuki heißt übersetzt weiß, das ist die Farbe weiß. Also in dem Sinne bleiben wir dabei, ein wirklich schönes Modell. Es hat Spaß gemacht, die Maschine jetzt zu fliegen. Bis dahin, viel Spaß, lieber Reinhard. Ciao.